Draußen ist gleich noch dunkler, hier drin ist jetzt noch ein bisschen Licht. Jetzt muss ich noch den Weg programmieren. Das ist kein Cooper. Muss ich den Blinker jetzt an? Ich blink immer reflexartig. So, wir fahren aus dem Parkhaus. Wo ist eigentlich mein Parkticket? Das ist schlecht. Was habe ich hier wieder reingesteckt? Dum, dum, dum. Das ist... Okay. So, wir fahren gerade aus dem Parkhaus raus und haben gerade den Need for Speed Kinofilm gesehen. Ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Ja, also, um es mal kurz zu machen. Ist ein sehr geiler Autofilm, ne? Ich habe wenig erwartet, aber sehr wenig erwartet und es war echt cool. Ja, also man muss sagen, storytechnisch, die Erwartung hat es auch nicht übertroffen. Die war halt nicht, sie war halt da, aber ist halt filmtechnisch, von autofilmtechnisch richtig geil gewesen. Da komme ich fast in Fuse-Teile meiner Meinung nach nicht dran. Sehe ich ganz genauso. Das ist richtig geil inszeniert. Also, die Rennen und die Autos sind so geil inszeniert, auch vom Sound her. Boah. Das ist echt klasse. Ich meine, gute Story kam auch sehr kurz, ne? Aber war auch nicht weiter wichtig für den Film. Die war bei Need for Speed war mir auch so schon die Story nicht wichtig. Also, da passt das vollkommen, aber egal. Das Recht, was ich so richtig geil fand, waren, wenn ihr den Film gucken wollt, diese Onboard-Aufnahmen, wo er wirklich so aus Ego-Perspektive hinterm Lenkrad war. Das war das, richtig genau geil. Das hat mir bei Fast and Furious immer ein bisschen gefehlt. Ja, da hast du halt immer gemerkt, dass es computeranimiert war, weil sie halt von der Seite so reingezoomt haben und allem drum und dran. Und das genau so ist es. Nee, also fand ich von daher, was die Autos betraf, wenn man so ein Autofan ist und die Autos mag, das ist echt geil. Richtig gut, wie das rüberkommt. Vor allem Mustang-Fans sollten unbedingt in den Film reingehen. Boah, die V8-Sounds, meine Fresse. Da haben die aber auch echt, das Kino hat gedröhnt. Ich hatte meinen Cola-Becher in der Hand, ne? Und als der Mustang dann aufs Gas getreten hat, dann hat mein Becher vibriert, ey. So heftig. Geil. Ja. So, Michi möchte jetzt auch vom Mustang stehen. Ich habe leider kein Königsegg und hier kommen gerade so eine hässlichen... Das tut dem Fahrwerk natürlich sehr gut. Jeder Königsegg-Fahrer wird sich jetzt noch mehr freuen. Ja, jeder Königsegg-Fahrer wird sich noch mehr freuen. Aber gut, teilweise war es an einigen Stellen ein bisschen langatmig, fand ich. Ja, ein bisschen. Teilweise rennt es hier ein bisschen übertrieben lang dann. Auch, ja, aber ich fand es halt, man konnte die Rennen viel besser nachverfolgen als bei Fast and Furious zum Beispiel. Da hast du eine ganz kurze Einblendung gesehen. Ja. Und insofern hat das schon gepasst eigentlich. Da war es auch nicht so übertrieben mit dem Geschwindigkeitsgefühl teilweise. Also Fast and Furious war halt alle so riesig, rasend schnell, so mit 400 durch die Innenstadt knallen. Ja, da hat das schon realistischer gewirkt, ehrlich gesagt. Das fand ich auch positiv. Mhm. Warum ist die Ampel eigentlich jetzt so rot zu geil? Das weiß ich nicht. Gut, ich mochte den Schauspieler nicht so super gerne, muss ich sagen. Doch, ich finde Aaron Paul cool. Ich finde feier den Typen aus, bei Breaking Bad. Da war der. Deswegen feiere ich den Typen so übelst. Mhm. Ich fand ihn ganz gut. Nee, ich habe Breaking Bad ja gar nicht geguckt. Ja. Deswegen kannte ich den jetzt auch so gar nicht. Was noch machen? Ich muss den Weg suchen. Ich meine, du musst die Serie noch gucken. Schauen wir mal, ne? Muss mal gucken, ob der Köln Süd draufsteht. Was ist deine Verbindung? Ja, weil du über WLAN jetzt verbunden hast, kannst du natürlich auch mobil suchen. Warte, dann mach ich diesmal. Ach so. Ja, die Windel dann. Ja, das ist natürlich richtig. Ist eigentlich können die auch die Verbindung schon trennen, ne? Ja, dann machen wir einfach mit. Meine Mandy, Alter. Läuft. So, wir sind jetzt beeinflusst vom Film. Ich fahre hier mal geradeaus einfach. Das kennen sich auch viele Leute, wenn sie nach Fast and Furious Auto gefahren sind. Ja, ja, wir kennen das ja. Wir kennen das ja. Dauerhaft. Immer Spritschlucken danach. Ey, da wurden ja echt. Da gab es echt extrem viele Verkehrsunfälle nach den Fast and Furious Filmen in den USA, ne? So, dann mache ich dann Navi mal an. Ah, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wird neu berechnet. Du solltest bitte wenden. Ich soll wenden? Ja, okay. Solltest du. Handbremse. Da hättest du wenden können, da war eine Einfahrt. Ja, wir können überall wenden, jetzt ist rot. Alles, gib ihm. Das ist noch ein Fiesta. Nee, noch nicht. Schön, dass mich ein Clio mit einem Fiesta wechselt. Jetzt kommt um 2:30 in Köln. Need for Speed Köln. Ja, Lukas, was sagen jetzt eigentlich die neuesten Autopläne eigentlich? Ich jetzt schon wieder damit anfangen, dann werden die Leute wieder rumflamen, weil sich das mittlerweile schon wieder zum tausendfach geändert hat. Weil ich muss sagen, ich bin ja schuld, weil ich hab dich ja überredet, ne? Ja, Michel ist wieder schuld. Dann denkst du, da hast du gesagt, ich hau mir jetzt einen Golf 5 ganz fest und dann kommt Michel während der Arbeitszeiten. Ja, guck dir den noch mal an, den Toyota Celica, der ist doch auch voll super. Ja, die gibt's doch echt, also die 2004er so. 2005er sind die, Erstzulassung. Ja. Genau. Finde ich viel geiler als ein Golf, muss man sagen. Die haben erstmal weniger Kilometer runter, Kosten. Teils sogar weniger, versicherungstechnisch billiger und ja gut, leistungstechnisch sind sie jetzt nicht so stark, aber sie sind halt... Ja, 145 PS, ne? Das Teil. Das ist schon eigentlich in Ordnung und man muss halt sagen, die sehen halt geil aus. Also, du weißt mir den Weg, ne? Ja, ja. Rechts, da hinten drauf, 50 Meter in ihre Kanalstraße rechts. Alles klar. Ja, also Celica ist schon nett, aber kannst du mal gucken, ne? Je nachdem, wer sich da positiv meldet und so. Genau, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, sowas muss ich erst alles mit meinem Vater abklären, weil Versicherung und sowas lasse ich natürlich nicht über mich laufen. Das wäre ein bisschen teuer. Ja, wo geht mir hier? Müssen wir, glaube ich, rechts, ja. Und dann kreuzen wir. Jo.
ja, ich habe meine ersten 1000 Kilometer jetzt weg. Deswegen kann ich jetzt auch aufs Gas drücken. Michi ist erst jetzt den ganzen Leben 1000 Meter gelaufen. 1000 Kilometer. 1000 Kilometer gelaufen. So, alles frei. Gib ihm. Hungersdorf, ist schon eine Sache ausgeschildert. Gib ihm. Das war die Traktionskontrolle. Natürlich. Links? Nur geradeaus. 1,4 Kilometer ist klar. Und dann auch noch geradeaus. Müssten wir, glaube ich, eigentlich fast nur geradeaus fahren, so wie ich die Straße kenne. Okay. So nach Kanalstraße, geht was bis Zollstock durch. Stimmt. Ist gut. Aber es ist. Es ist dreispurig hier. Es ist 1.30 Uhr und es sind 15 Grad, möchte ich nur mal bemerkt haben. Ist ein kleines Nummernschild dran. Ja, warum? Darf er gar nicht. Doch, klar. Wenn er Buchstaben macht und eine Zahl. Ich habe gefragt, ob ich das kann. Da hieß es nö. Ja, der hat's gemacht. Der hat's gemacht? Der hat's einfach hinterher gemacht. Hinterher da! In Aachen? Oder AC ist Aachen? AC ist, glaube ich, nicht Aachen. Ja, Aachen ist Aachen. Was ist Aachen? Hat Aachen überhaupt ein Kennzeichen? Scheiße. Aachen überhaupt ein Kennzeichen? Nee. Ja, nee, aber Filmfazit auf jeden Fall reingehen, wenn ihr Autofans seid, Need for Speed-Fans seid. Also ich finde, das hat auch so dieses Need for Speed-Feeling, so diese Polizeijagden, diese mega schnellen Autos. Ich muss sagen, Need for Speed The One hat es auf jeden Fall eigentlich getroffen von der Richtung her. So. Also es lohnt sich schon allein für die Motoren-Sounds ins Kino zu gehen. Weil und für die Love-Story. Die Love-Story, ja. Die war einzigartig geil. Weil so eine Sounds, die hörst du so in der Form wahrscheinlich nur bei VW, weißt du, in diesem Simulator, oder wo der Lamborghini da oder was da ist, ne? Ja. Also es ist echt schon krass gewesen, wie sie wirklich die Supersportwagen eingefangen haben. Ja. Da hörst du auch mal, dass auch so ein Königsegg anders klingt als ein Bugatti. Und das ist ganz gewaltig. Ja, also haben sie echt super geil gemacht. Ich finde ja auch die Sounds bei Need for Speed Rivals das ist ja auch bei Most Wanted war es auch gut. Also die Sounds bei Need for Speed Spielen waren eigentlich immer relativ gut. Besser als bei Gran Turismo. Deine GoPro macht so langsam aber einen Abgang. Oh, die rutscht gerade runter. Du kannst die mal auch hochschieben. Das könnte ich machen, ne? Ich bin ja am Fahren, weißt du? So, bitteschön. So. Das muss schon lustig sein, wie so langsam wer weiter runtergerutscht sind. Ja. Auf jeden Fall in den Film reingehen. Ja, lohnt sich. Ja. Trotzstille. Ja, vor allem, weil Fast and Furious 7 ja immer noch ein bisschen dauert, ne? Ja, das ist ein Jahr verschoben. Die sagen, wir fangen jetzt erst bald wieder an. Ja. Deswegen, ne? So, links, rechts, kann alles. Du kannst erstmal schon auf die rechte Spur schon mal rüber. Mensch. Oh, das ist rot. Ja, die Gelbphasen in Köln sind sehr lang. Wow. Schön hier Schiene, da freuen sich die Reifen. Schön. Die werden jetzt im Winter sowieso, kommen ja Winterreifen drauf. Kannst du nicht runterfahren, ne? Muss ja kaputt fahren. Die sind runter bis zum Winter. Das geht sich wie auch Schienen hier. Ja, es waren generell viele coole Leute dabei. Also die Schauspieler kannte ich fast alle nicht. Nee, außer den Aaron Paul war, glaube ich, auch kein wirklich Bekannter dabei. Ich glaube, der Böse, der war auch, glaube ich, noch irgendwie bekannt. Also, ich kann mich schon irgendwie. Cool fand ich die trotzdem irgendwie. Ja, die waren mal erfrischend, weil du die ganzen Gesichter nicht kanntest. Ja, aber ich finde es manchmal bei Filmen auch doof, wenn du die Gesichter schon aus anderen Filmen mehr kennst. Ja, so, dann hast du eben auch noch andere Einstellung. Zerstört das immer so ein bisschen die Immersion. Oh, weiter. Und ich fand da eigentlich, dass das ganz gut war mit den Schauspielern. Ne? Dass das alles mal so ein paar neue Gesichter waren. Ja, das war super, war das. Das fand ich gar nicht mal so schlecht, muss ich mal sagen. Das war genial. Weil ich habe halt die Kritik gelesen hier vom David Hein bei GameStar. Der hat sowieso keine Ahnung, erstmal vom Film und von Autos. Der hasst Autos und so. Und warum soll der eine Filmkritik für die für Speed schreiben? So, jetzt weiß ich ja, wo ich bin. Was denn, ne? Ich weiß, du siehst alles graue, braune Häuser. Ja, da hast du vorher angehalten, dann bist du an der Haltestelle vorbeigekommen, bist du direkt vor meinem Haus. Du wohnst direkt vor der Haltestelle? Also direkt neben der Haltestelle. Oder jetzt hier schon? Ja, da jetzt hier gegenüber dem Netto, halt einfach da. Ach, Netto. Nicht direkt gegenüber der Haltestelle, da würde ich niemals wohnen. Alles klar, Lukas, ne? Wir haben dich vor Speed geguckt, hinten ist alles frei, du kannst aussteigen, hast du alles dabei und dann hau da rein. Ciao.